Künstliche Intelligenz und Machine Learning sind in aller Munde. Doch wie sieht es im praktischen Einsatz aus? Einen Reality-Check gab es am 25. Oktober 2018 auf der Kölner Konferenz Hands-on AI, auf der zahlreiche Experten ihre Projekte vorstellten. Die von der IDG Business GmbH und dem Systemhaus Sysbeck organisierte Veranstaltung zog CIOs und KI-Spezialisten gleichermaßen an. Die Höhepunkte reihten sich eng aneinander. Den Auftakt machte Trendforscher Gabor Jansky. Er zog die Teilnehmer mit einem Vortrag über Cyborgs und die künftige Koexistenz von Mensch und Computer in seinen Bann. Mit den Marktperspektiven beschäftigte sich Analyst Joachim Hackmann. Ja, wir als Marktforscher betrachten das Thema natürlich immer ganz gerne aus Marktgröße, aus quantitativer Sicht. Also wir eruieren Marktzahlen und bezogen auf die Marktzahlen stehen wir noch sehr am Anfang. Also im Vergleich zu dem Gesamt-IT-Markt ist die KI, der Markt für KI-Lösungen recht klein, entwickelt sich aber sehr schnell, der wächst sehr schnell. Wenn man allerdings auf das Thema RPA, also Robotic Process Automation, schaut, da sehen wir schon mehr Aktivitäten, da geht es aber häufig eher um regelbasierte Expertensysteme, die dann Prozesse automatisieren. KI wird dort auch dauerhaft Einfluss nehmen, Einfluss finden und dann zu mehr selbstheilenden, selbstlernenden Systemen zu kommen, die dann auch Operationen oder Betriebsabläufe selbsttätig und autark ausführen, auch Entscheidungen fällen. Insgesamt legte die Veranstaltung ihren Schwerpunkt aber eindeutig auf die Praxis. Welchen Reifegrad hat künstliche Intelligenz in der Muster-, Bild- und Spracherkennung erreicht? Wie lassen sich neuronale Netze für die Entwicklung eines digitalen Zwillings von einer Maschine einsetzen? Wie nutzen Konzerne wie Continental, Metro oder auch das Universitätsklinikum Essen KI, um Probleme zu lösen? Zu Hands-on AI konnten die Veranstalter eine bunte Mischung von Entscheidern und KI-Experten begrüßen, die eines gemeinsam hatten. Ein tiefes Interesse für den technischen Fortschritt im Bereich Artificial Intelligence und Machine Learning. Mir hat die Veranstaltung sehr, sehr gut gefallen, weil vor allen Dingen der Wissenstransfer sofort da war. Die Präsentationen waren sehr, sehr nah, auch an dem Zuhörer, an den offenen Fragen. Hat man auch oft gesehen, dass auch die Zuhörer mit eingebunden worden sind. Zudem fand ich auch die Panel-Diskussionen und diese kleinen Art Mini-Workshops in den Räumen zu bestimmten Themen, zu Deep Dive zum Beispiel, in den einzelnen Thematiken nochmal reinzugehen, fand ich wirklich sehr spannend, auch als Startup mega wichtig. Und halt einfach auch die Kontakte hier, muss ich ganz ehrlich sagen, haben uns ein tolles Gefühl gegeben, auf jeden Fall hierher wiederzukommen. Der große Zuspruch veranlasst IDG und Sysbeck eine zweite Veranstaltung am 9. und 10. Mai 2019 in Hamburg folgen zu lassen. Dann wird es schwerpunktmäßig um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Automatisierung gehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei wären bei AI-Tomation, dem nächsten großen KI-Highlight von IDG und Sysbeck.